Guten Abend. Das ist schön. Ich bedanke mich. Dankeschön. Guten Abend in München. Grüß Gott, grüß Gott, grüß Gott. Guten Abend und herzlich willkommen zu Hause. Meine Damen, meine Herren, liebe Kinder, willkommen zur neuesten Ausgabe der Pyramide. Diesseits und jenseits der Grenzen. Willkommen zur 56. oder? Weiß ich, ob man das weiß. Guten Abend, Herr Dr. Heindl. Ist das heute die 56. oder die 57.? Ich kam ein bisschen ins Trudeln, aber da Sie ja alles wissen, habe ich gesagt, ich frage Sie mal. Also ich glaube, dass es die 57. ist, ha? Denn wenn es die 56. wäre, dann wäre sie identisch mit meinem Geburtstag gewesen und das hätte ich mir sicherlich gemerkt. Aha. Man merkt, dass das jemand ist, der irgendwann mal Jura studiert hat, wie der sich rausredet, ist unvorstellbar. Aber ich freue mich, Sie zu hören, also ganz gleich, zu welcher auch immer. Viel Spaß noch, Herr Dr. Dankeschön, Heindl. Ebenfalls. Wiederschauen. Jetzt habe ich ihn aufs Kreuz gelegt. So, meine Damen, meine Herren, wie gesagt, Sie wissen, zwei Prominente, zwei Zuschauer. Lediglich der Prominente bekommt Geld, hoffentlich viel. Ich drücke beiden Mannschaften die Daumen, wir alle tun dies vom Team. Und ich sage Ihnen, aus Dortmund kommt Brigitte Maria Reiser. Und dazu kommt ein Mann, der über 5000 Mal im Fernsehen Sport präsentiert hat. Und wenn ich das sage, dann wissen Sie, das kann eigentlich nur einer sein. Und genau der ist es. Zu Brigitte Maria Reiser kommt Ernst Huberti. Du musst deinen großen Bogen eben machen, weil das Kabel Frau Reiser fast zum Springseil hüpfen brachte, nicht? Frau Reiser, Sie kommen aus Dortmund, aber Sie bestehen darauf, dass ich sage, dass Sie aus Wuppertal kommen und dort geboren wurden. Ja, Wuppertal ist meine Heimatstadt und ich glaube, das lässt sich auch nicht verleugnen am Dialekt. Wuppertaler haben ihren eigenen Dialekt. Und die Dortmunder auch wohl? Die Wuppertaler sagen Wuppertal und die Dortmunder sagen Dortmund. Ich habe also mal ein wunderschönes Werk gesungen über Ihre Stadt. Ja. Das ist lange her. Komm mit nach Wuppertal. Mein Herz schlägt und wuppert jedes Mal. Wuppert. War ein sinniger Text, nicht? Und in der Schwebebahn fing unsere Liebe an. Das war das bei Ihnen auch so? Das ist schon länger her, ne? Das ist länger her, ja. Ich war damals 14, das muss so ungefähr 20 Jahre her sein. Ja. Aber ist einige Zeit her. Das war eine Jugendsünde. Das war ein Riesenhit, hat ungefähr 2000 Platten verkauft. Alle in Wuppertal und Umgebung. Ich erinnere mich daran. Sie erinnern sich dran? Ein schönes Lied, ja. Das können Sie gar nicht, so jung wie Sie sind. Doch, ich war schon in der Schule. Ehrlich? Und da hat der Lehrer gesagt, wenn ihr das kauft, kriegt ihr Ärger mit mir, oder ja, was? Ja, genau. Sagt sie einfach genau. Aber in Dortmund sind Sie Sekretärin? In Dortmund bin ich Chefsekretärin. Ich arbeite dort und verdiene dort mein Geld. Ja, und Sie haben mir vorhin, heute Nachmittag, etwas gesagt, ich würde und lieber Chef von Frau Reiser, hören Sie einmal weg. Weghören bitte jetzt. Sie haben mir gesagt, ich würde sofort alles aufgeben, wenn ich mir einen Traum erfüllen könnte. Und dieser Traum wäre welcher? Eine Ansage im Fernsehen. Dann sagen Sie doch mal die Sendung an. Ich gehe jetzt zur Seite. Da ist Ihre Kamera. Dann später. Ich muss erst proben. Das tun Sie ja auch. Ach so. Aber die Ansage? Wollen Sie es probieren? Wollen Sie probieren? Sorry. Ernst, Probe ist eigentlich ein gutes Stichwort. Wann kann ein Sportmoderator proben? Überhaupt nicht, weil er gar nicht weiß, was vorher passiert, nicht? Niemals. Ein Fußballspiel ist live, man weiß nie, auf welcher Seite Tore fallen. Ja. Und so sitzen wir oder stehen dann immer da und wissen vorher gar nichts. Und die können ja die verrücktesten Dinge passieren. Ernst, ich habe so oft festgestellt, dass es viele Kollegen gibt, von denen man eigentlich annehmen muss, dass sie besser als ein Stielicke, besser als ein Bohnhoff, besser als ein Dings jemals gespielt haben, spielen müssen. So viel Fachwissen. Und wenn die dann erklären, warum der das jetzt hätte machen müssen und hätte nicht machen dürfen, sind das so ein bisschen Besserwisser manchmal? Das ist natürlich schwer, genau die Grenze zu finden. Also ich habe es da wundervoll und einfach zu Hause. Brauche ich nie über Fußball zu sprechen. Meine Frau versteht gar nichts davon. Und als ich einmal zu ihr gesagt habe, Liebling, stell dir vor, ich habe ja vorgelesen aus der Zeitung, in Italien ist einem Schiedsrichter der Blitz in die Pfeife geschlagen. Da hat sie gesagt, oh Gott, seit wann dürfen denn Schiedsrichter auf dem Platz rauchen? Das ist eigentlich ein voller Beweis. Ja, also müsstest du eigentlich niemals fragen, was abseits ist. Aber ich weiß genau, dass ich mich jetzt gleich meinen Redakteur und meinen Produzent ins Abseits stellen, wenn ich am Anfang zu viel erzähle. Ich darf bitten, doch dort oben Platz zu nehmen. Toi, 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 der ersten Mannschaft. Die zweite Mannschaft, meine Damen und Herren, Ladies First. Eine Dame, die von vielen Kollegen der schreibenden Zunft eigentlich immer Miss-Tagesthemen genannt wurde. Und wenn ich Ihnen dazu sage, der Pony
und wunderschöne Augen, dann wissen Sie, es kann nur Barbara Diekmann sein. Und dazu kommt ein Mann, der in Kiel geboren wurde, in Fulda jetzt zu Hause ist und der Wolfgang G. Schulze heißt. Miss Tagesthemen, ich grüße dich. Freue mich, dich zu sehen. In der Zwischenzeit, Barbara, bist du Chefredakteurin? Ja. Ist dann dirigierst die Männer von einem Schreibtisch aus? Ist das einfach als Frau oder ist das manchmal ein bisschen schwierig? Also nicht nur vom Schreibtisch aus natürlich. Man muss schon ab und zu mal zur Peitsche greifen und dazu muss ich mich von meinem Schreibtisch wegbewegen, ist ja klar. Aber du greifst natürlich nur symbolisch zur Peitsche. Ja. Ach, manchmal werde ich auch handgreiflich, ja. Ehrlich? Mhm. Bei uns sind schon Tassen geflogen in der Redaktion, ja. Die freien Anstalten wachsen ja zurzeit wie Pilze aus dem Boden. Ich war einmal bei dir, ich finde das fabelhaft, was ihr da aufgebaut habt, innerhalb sehr kurzer Zeit eigentlich. Und ihr seid jetzt auch über Antenne in München zu empfangen. Aber da tummeln sie ungeheuer viele auf dem gleichen Kanal, auf dem Radio. Ja, also wir sind 23 Rundfunkanbieter und haben leider nur 3 Frequenzen. Ist ja klar, dass die sich verteilen müssen auf die 3 Frequenzen. Und wir machen da auch zusammen Programme jetzt. Ist da manchmal dein Charme entscheidend, dass du sagst, und ich möchte so gerne an die Stelle? An welche? Ja, und die eine. Ja, an die eine, wo die anderen auch hinwollen und sagen, heute möchte ich so gerne von 11 Uhr bis 12 Uhr senden morgens. Dieter, man tut, was man muss. Ja? Toi, toi, toi. Wolfgang G., das G steht wofür? Für George, das ist der G auch mit dem E am Ende. Ah ja, George. Sie haben, einmal sind Sie jemand, der sich um Schriftsteller kümmert. Ja. Dann haben Sie auch einen kleinen Verlag, dem Sie auch noch vorstehen. Aber Sie haben etwas gemacht, was wir im Fernsehen machen, was die Barbara zum Beispiel macht, was der Frank Elsner macht, was Herr Kuhlenkampf macht, was ich tue. Wir haben alle mal angefangen. Sie haben in Berlin bei der Funkausstellung bei einer großen deutschen Rundfunk- und Fernsehzeitschrift. Die wir beide zu Hause haben, ne? Ja, richtig. Dort haben Sie einen Wettbewerb gewonnen als Showmaster, als Moderator und als Discjockey. Was kam denn danach? Hat sich da noch etwas Ungeheures getan? Danach kam ein bisschen was. Ja, so eine Einladung zu Radio Luxemburg und dann fand man sich beide nicht so sympathisch und das klappte dann nicht. Und was danach kam, Leerlauf. In der Hinsicht. Vielleicht kann man sich nach der Sendung mal unterhalten, nicht? Ja. Darf ich bitten, dort oben Platz zu nehmen, auf der Seite? Toi, toi, toi. Beiden Mannschaften. Oft werde ich gefragt, was gibt es eigentlich in der Sendung wirklich zu gewinnen? Was könnte man denn, wenn alles gewonnen wäre, gewinnen? Das können Sie sich ausrechnen. Erste Runde 500 mal 2, 1000. Zweite Runde 1000 mal 2 sind, nicht? 1000 mal 2, 2000. 1500 mal 2. Und wenn alle 7 immer durchgeraten wären, wäre es auf einer Seite 7800 Mark. Und wenn es insgesamt würde ausgespielt werden können, 9600. Aber da müsste wirklich jedes Mal alle 7 durchgeraten werden. Ist noch nie passiert. Vielleicht passiert es heute. Wer weiß es, wir beginnen. Da sind die Überschriften. In der Apotheke, auf der Post, im Schuhgeschäft, in einer Weinhandlung, im Spielwarengeschäft und im Bioladen. Barbara Diekmann. Barbara saß nah am Waldrand. Am Abhang heißt das. Nee, bei mir saß sie immer am Waldrand. Es war. Ich sitze mir am Abhang. Barbara, was darf sein? Also ich würde mich für die Post entscheiden. Für die Post? Mhm. Gut. Ja? 500 Mark, später verdoppelbar auf 1000. Alle 7 durch, 200. Achtung, fertig und ab. Was ist das, wo man hintritt und der Beamte dahinter steht? Stempel. Briefmarke. Ist viereckig. Zahlkarte. Nein, ist viereckig und hat ein Schnürchen oben drum. Paket. Das Kleckchen. Ja. Wo man Briefe drauflegt. Briefwaage. Ja. Nein, ohne Brief. Waage. Ja. Sie schicken einen Brief weg, der sicher ankommen muss. Einschreiben. Ja. Das war doch fabelhaft. 6 Punkte gleich am Anfang. Das Telefonbuch wäre auch neu kommen. Aber 6 gleich zum Start. Toll vorgelegt. Das war eine tolle Flanke, nicht? Oh, von rechts und links kann ich das so sagen. So, jetzt bist du dran. Ernst? Ja, ich würde mal sagen, in der Apotheke. In der Apotheke. Achtung, fertig und ab. Was schreibt der Arzt? Rezept. Was bekommt man für kleine Dinge? Tabletten. Und? Zahnpasta. Nee, so eine richtige... Zahnbürste. Was steckt man sich unter den Arm? Fieberthermometer. Was steckt man sich in den... Ein Zäpfchen. Und was Tropfen. Trinkt man, wenn man erkältet ist? Hustensaft. Was bekommt man? Mein lieber Mann, ihr legt aber vor. Nein, zum Verband kommen wir nicht mehr. Aber 6 zu 6. Gleichstand. Ja. Gleichstand.
Herr Schulze. Wir nehmen das Schuhgeschäft. Das Schuhgeschäft. Mhm. Mein Mädel ist nur... Achtung, fertig. Los. Mein Mädel ist nur eine... Verkäuferin. Männlich. Verkäufer. Die großen Schuhe. Mit Stiefel. Die offenen. Sandaletten. Nicht ohne Verkleinerung. Sandale. Sind aus, die meisten nicht Plastik, die Schuhe, sondern aus Grundstoff. Leder. Sind verpackt in? Kartons. Was ist hier oben drauf? Ich hab's da. Schnürsenkel. Und womit zieh's an? Mit Schuhlöffel. Ja! Kinder, das darf nicht wahr sein. Das ist ja unglaublich. Das sind 13, 6 und 7 und das in der ersten Runde. Hab mir nochmal alles erklärt, wie das sein könnte, wenn. Frau Reiser. Spielwaren, bitte. Sagen Sie es laut oder leiser. Spielwaren, Spielwaren hätten Sie. Im Spielwarengeschäft. Achtung, fertig, ab. Der Runde zum Springen. Ball. Was man aus vielen tausend kleinen Dingern zusammenlegen muss. Lego. Englisches Wort. Passer. Der brummt, der kleine. Viele Bär. Der Vor. Teddybär. Und der immer mit so macht, der Mann. Das Spiel, wo man Häuser kaufen kann und Straßen kaufen Monopoly. Kann. Und eine Aufforderung. Ich kann nur sagen, Mensch, ärgere dich nicht. Der Hampel, ein Mann. Den Mann hat sie erwähnt. 10 zu 13, Weinhandlung und Bioladen. Barbara. Also, da fällt mir die Wahl nicht schwer. Ich bleibe im Weinladen. Das habe ich mir gedacht. Achtung. Fertig. Ab. Flasche. Ja. Was oben drauf Korken. Ist. Ja. Was rum ist, um das... Banderole. Flasche? Nein. Etikett. Ja. Was ist in dem Riesending, wo... Fass. Ja. Der beste... Bärenauslese. Nein, nee. Nein. Ein Jahre. Jahre. Ja. Oh, ja. Jahrgangssekte. Der Wein, der in solchen Flaschen... Frankenwein. Ist, nein. Boxbeutel. Ja. Was man ganz spät... Das war eine Auslese. Es bleibt noch der Bioladen. Und auch mit 7 mit dem nicht mehr einzuholen. Aber wenn es die 7 werden, wird es noch 200 Mark geben. Im Bioladen, Achtung, fertig, los. Da gibt es ganz kleine Körner. Dinge, die auch Hühner picken, ja. Da gibt es auch so eine Art wie ein Brei. Brei. Aber ein anderes Wort dafür, ja. Und da gibt es etwas für die Gesundheit zu trinken aus vielen, vielen Pflanzen. Nee, aus Pflanzen Extrakt, hergestellt. Kräuterextrakt. Kräuter ist richtig. Kräutersaft. Jetzt das ganz einfache Wort dafür, Kräuter. Wenn man Bauchweh hat. Was trinkt man dann? Einfach Kräuter. Einen Tee. Ja. Und ja. Ich hoffe, Sie haben nicht Bauchweh. Es sind 13 Punkte. Für Frau Reiser und für Hans-Huberti und 18 und damit die 500 Mark und 200 sind auch schon drauf, die aber nicht verdoppelt werden können, sondern nur die 500 können verdoppelt werden. Und jetzt? Es ist schön. Barbara, ich finde das so schön, wenn eine Chefredakteurin meine Sendung so oft sieht, bei der wenigen Zeit, die sie hat und genau weiß, sie muss sich anschnallen. Ja. Hat er vorgesagt, nicht? Ich hab's gehört. Ich wollte mitmachen. Ja? Das sollten Sie auch jetzt. Das sollten Sie auch jetzt. Wir haben jetzt zusammengesetzte Hauptwörter rund um das Heiraten. Oh Gott. Zum Beispiel Haus, Stand oder Ring, Wechsel. Mhm. Also kannst du mir die restlichen Begriffe vielleicht auch noch sagen? Ich kann es dir zeigen, steht nichts weiter drauf. Ach, schade. Steht nichts weiter drauf. Schade. Ich habe es nur immer kurz vorher kriege ich das ja nicht, damit also keiner da reingucken kann. Also alles rundherum um das Heiraten. Das Heiraten. Also Achtung, fertig, los. Wo gehen die Paare hin, um getraut zu werden? Standesamt. Ja. Was hat die Braut in der Hand? Brautstrauß. Ja. Oh, ja. Weiter? Geht's nicht. Ein weiter geht's nicht. Ein weiter geht an der Stelle nicht. Der Brautstrauß. Oh. Ach, und Braut hast du gesagt. Ich meine, ich verstehe das ja. Ich verstehe das ja, dass jede Frau natürlich sofort bei dem Wort Braut, Brautstrauß ins Träumen kommt und alles vergisst, auch die Spielregeln. Ist das nicht schrecklich? Ja, ich war noch nicht mal wieder drüben, da warst du schon wieder am Ende. Ja, ich wollte dir die Sendung, ich wollte dir helfen, deine Zeit einzuhalten. Ach, ist das lieb. Ich danke dir. Und du kennst das ja, ne? Du kennst das ja. Sag mal, aber Brautstrauß ist eigentlich ein gutes Stichwort. Du hast einen Sohn, du hast eine Tochter. Was machen die? Ja, der Sohn studiert Jura, der macht nächstes Jahr wahrscheinlich schon sein erstes Staatsexamen. Und die Tochter geht noch zur Schule, die ist 19.
Die ist einmal hängen geblieben und wird hoffentlich bald Abitur machen. Bald Abitur machen, einmal hängen geblieben. Wie hast denn du reagiert, als die hängen blieb? Das merkt man ja so als Mutter oder Vater so ein bisschen vorher schon. Ja, das war schon, im ersten Schulhalbjahr war das eigentlich schon bekannt, aber ich konnte gar nichts sagen, weil sie wusste, dass ich auch mal hängen geblieben war. Und das hast du ihr erzählt? Das hat meine Mutter ihr erzählt, dummerweise. Und da konnte ich gar keine Autorität mehr beweisen. Oma, wie heißt Oma bitte mit Familiennamen? Kremin. Frau Kremin, das machen Sie nicht nochmal. Was hat die erzählt? Hat sie erzählt, ja. Aber lieb gemeint war das, eine liebe Omi eigentlich. Ja, da konnte ich nicht mehr autoritär sein. Ne? Dann musste ich sagen, also Kind, einmal ist es passiert, ein zweites Mal nicht mehr. Jetzt hast du eben etwas gesagt, dann konnte ich nicht mehr autoritär sein. Das heißt, du bist sonst autoritär? Ja, was Schule betrifft schon. Das muss man ja. Schau, wenn ich die nicht jeden Tag an die Hausaufgaben geprügelt hätte, wäre es ja noch öfter hängen geblieben. Sag mal, mit den Augen kann man prügeln? Ja, gerade mit denen, ja. Also sie hat vorhin zu mir gesagt, ich sehe biestig aus. Hat wer gesagt? Sie. Das ist ja eine fabelhafte Familie. Das ist, weißt du, wie man das nennt? Also Ernst Huberti würde sagen, das ist wie im Fußball. Nicht? Wenn so Otto Rehhagel zusammentrifft mit dem Udo Lattek, da sahen sie vorher auch solche Dinger. Das ist nervös machen des Gegners. Frau Reiser, dabei sieht die so nett aus. Ja. So was sagt die? Ja. Also du hast deine Kinder an die Schulaufgaben geprügelt. Ja, also symbolisch. Ich habe vorhin ja auch gesagt, ich prügle meine Redakteure. Ja. Aber man muss stark im Wort sein und schwach in der autoritären Handlung. Dann ist das in Ordnung. Merken Sie sich das. Stark im Wort und schwach in der Handlung. Also in der autoritären. In der autoritären Handlung, ja. Also nicht die Hand ausrutschen lassen, sondern man muss immer das Gefühl haben, es könnte sein. Es könnte sein. Immer die Warnung und das reicht. Es könnte nicht, es muss sein, dass wir weitergehen. Ja, mit der nächsten Runde. Also wenn ich gehe jetzt zur anderen Seite rüber. Wir haben die nächsten Überschriften. Es geht um 1000 Mark, liebe Frau Reiser. Ihr wart eben so dicht dran. Wir haben jetzt überall, wo viel los ist, überall, wo man singt, überall, wo man lacht, alles, was man nur einmal machen sollte, überall, wo man eher allein ist und alles, was man öfter machen sollte. Und Sie sollten nicht noch einmal zu dieser entzückenden Kollegin sagen, dass sie biestig aussieht. Sie hat nicht alles gesagt. Ich hatte ihr vorher ein Kompliment gemacht. Was haben Sie da gesagt? Das möchte ich jetzt nicht sagen, sonst wird sie noch eitel. Wiederholen Sie es doch bitte. Das müssen Sie jetzt sagen. Das müssen Sie jetzt sagen. Ich habe vorhin gesagt, sie sieht so schön katzig aus. Enthalte mich der Stimme. Enthalte mich der Stimme. Da muss man Politiker sein, dazu sage ich nichts. Also katzig und biestig. Was darf es sein? Also jetzt nicht von katzig und biestig, sondern von dem, was wir da oben haben. Ja, das ist so lustig bei dir, Dieter, überall, wo man lacht, würde ich sagen. Ja, das ist schön. Überall, wo man lacht, um 1000 Mark geht es, verdoppelt mal auf 2. Achtung, fertig und los. Wo viele Clowns auftreten. Zirkus. Wo Ernstes gespielt wird. Theater. Hier. Fernsehen. Hier. Studio. Hier. Pyramide. Hier. Dann, wo es dunkel wird und auf der Leinwand so schöne Sachen. Kino. Laufen. Ganz unten im Haus. Was ist das tiefste Erdgeschoss? Basement. Keller. Ja. Kellerbar. Dann, wo mit den Figuren gespielt wird. Kasperletheater. Hast du so schön gemacht. Hat er so schön gemacht, aber es kam nicht mehr. Barbara. Sag mal ganz lieb, was du haben möchtest. Also alles, was man nur einmal machen sollte. Ja. Ich bin schon wieder beim Heiraten. Guck, du hast aber einmal geheiratet, nicht? Ich habe nur einmal geheiratet. Ja, das ist ja eigentlich verständlich. Immer noch mit demselben Mann verheiratet, ja. Immer noch? Immer noch mit demselben Mann verheiratet. Ist aber auch netter, nicht? Ist netter. Ich meine, bei der Frau fällt es ja auch nicht schwer. Kannst du ihn das bitte selbst noch mal fragen? Er hat ja zugeschaut, nicht? Sie haben zugeschaut, Herr Diekmann. Nicht? Oder was wollen Sie anderes sagen? Achtung, fertig, los! Ja, wovon habe ich eben gesprochen, ja. Wenn Sie Autofahren lernen? Fahrschule. Nein? Was kriegen Sie für ein Papier? Führerschein. Ja. Wenn Sie die Uni hinter sich haben, machen Sie ein? Studium. Nein, das haben Sie ja gerade gemacht. Den Abschluss. Prüfung. Ah, Examen. Ja. Oh Gott. Wenn Kinder kommen, 4 und 1. Sind dann? Fünflinge. Ja. Das sind Fünflinge. Das ist wahr. Frau Reiser. Überall, wo man singt. Wo man singt. Dann lass dich ruhig nieder. Böse Menschen haben keine. Achtung, fertig, los. Wenn man sich sauber macht in dem... Badewanne. In dem großen Haus, Metropolitan.
Oper. Wo viele Bäume auf einmal sind. Wald. Wo die Glocken klingen. Kirche. Hier, wo die runden Dinger sich drehen. Karussell. Nein, hier im... Pyramide? Nein, in dem Raum hier, wo die schwarzen Scheiben sich drehen. Ah, Schallplatten. Ja, Platten richtig und dann das... Das Plattenstudio. Aber ich muss Sie korrigieren, wenn irgendjemand kommt und sagt, ich möchte so gerne singen und geht dann zur FSM nach München und sagt, darf ich bitte bei Ihnen eine Aufnahme machen? Ich habe gehört von Frau Reiser, hier kann man Platten machen. Das ist ja kein Plattenstudio hier. Nee. Da gibt es ja eine ganze Menge in München. Nicht? Da haben viele, gibt viele Plattenstudios in München, in Hamburg, in Stuttgart, in Frankfurt, überall. Aber das ist ja ein Fernsehstudio. Aber Sie wollen zum Studio hin. Ja. Und wollen dann wieder zum Plattenstudio. Ja, der kleine Umweg sei gestattet. Wolfgang G. Punkt. Ja. Schulze. Nachdem wir eben bei den Fünflingen so gelacht haben, nehmen wir jetzt das, was man öfter machen sollte. Was man öfter machen sollte. Ach so, fertig, los. Das, was der Herr Huberti macht, also moderiert hat. Sport. Ferien im Großen. Vier Wochen. Urlaub. Das auch hier, da. Zähneputzen. Ja, das soll man auch überall. Ja. Sie freuen. Lachen. Keep smiling. Lachen. Damit die Dinge wachsen in den, in den Töpfen. Gießen. Was gießt man da? Wasser. Nein, was begießt man? Was begießt man in den Töpfen? Was begießt man in den Töpfen? Ja, was denn? Mensch, Junge, schreit doch nicht so an! Ach Gott! Die Barbara wird ja ganz nervös. Erst haut er sich auf die Schenkel und brüllt sie an. Nicht? Und dann soll sie auch nach Blumengießen erraten. 8 zu 9. 8 zu 9 ist es. Überall, wo viel los ist und überall, wo man eher allein ist. Also hier ist so viel los, jetzt wollen wir alleine sein. Ja? Ja. Gut. Achtung, fertig, los. Im Telefonhäuschen. Statt Häuschen, anders. Telefon. Statt Häuschen. Telefonzelle. Auf dem Klo? Auf der Toilette. Ja, sagt man auf dem Topf. Ja, sagt man, ein ganz ruhiger Platz. Am stillen Örtchen. Ja. Dann, wo man jemand ins Ohr sagt, Beichtstuhl. In der Kirche, ja. Und dann, wenn der Lehrer kommt, So, wir haben noch eine Möglichkeit, 12 zu 8. Das heißt, 4 Punkte bis zum Gleichstand, 5 Sieg und 7 Sieg und zusätzlich 200 Mark. Überall, wo viel los ist. Überall, jetzt kommt bitte nicht gleich auf Schellingstraße, da kommen andere Dinge. Das Achtung, fertig, los. Wo die Züge einfahren. Bahnhof. Wo die Türken Feiertag sagen, das darf man auch glauben. Was? wo man, jetzt lacht doch nicht. Wo man hingeht und die Ware verbilligt kaufen kann. Im Supermarkt. Nein, in einer Jahreszeit. Schlossverkauf. Ja. In München gibt es ein spezielles Fest mit... Oktoberfest. Ja. Wo die Sport im Weißen... Aber Oktoberfest hast du fest gesagt. Und Sommerschlussverkauf, ich möchte da nicht weiter drauf eingehen. 9 Punkte für Barbara Dietmann und für Herrn Wolfgang G. Schulze. Und Barbara. Und 12 Punkte sind für Sie, Frau Reiser. Damit haben Sie jetzt schon mal 1000 Mark. Und die können wir gleich verdoppeln auf 2. Nicht? Und liebe türkische Gäste in unserem Land, muss ich sagen, sind so viel, ich sehe da so viel von uns, die da rumstehen als Erste. Also ich finde das toll, wenn man billig und preiswert einkauft. Das müssen ja keine Türken sein. Nicht? So, also, zusammengesetzte Hauptwörter, davon ist ein Teil ein Kleidungsstück. Dies bedeutet zum Beispiel Niedertracht. Nicht Tracht? Ja. Zusammengesetzt Niedertracht. Tracht ist ein Kleidungsstück. Ja. Davon haben wir mehr. 6 an der Zahl und ich darf dich bitten, doch an dieser Stelle dich anzuschnallen. Ich könnte mir vorstellen, das ist wirklich eine Niedertracht, was du mit mir hier machst. Das ist mir klar. Aber? Das ist mir klar. Okay, ich muss noch eines sagen, vorhin hat der Herr Wolfgang G. Schulze gesagt, das hat er mal gemacht, er macht nach wie vor Sport. Muss ich ganz kurz korrigieren, fiel mir gerade ein. So, jetzt machst du bitte keinen Sport mit den Händen, Frühsport oder so. Sonst alles, Füße, alles bewegen. Kannst du alles machen. Gut. Was immer du möchtest. Achtung, Licht aus. Fertig? Komm, er ist gar nicht nervös. Er schart sich jetzt die Stadt über einen 1000-Meter-Lauf. Achtung, fertig, los! Was habe ich an? Hose. Geht durch die Straßen. Hosen, Hose als letztes.
und durch die Straße weht der... Windhosen. Ja. Du hast Kleid, ein Rock, Kleid. Und Blumen haben schöne... Köpfe, Blumen, Blüten. Und jetzt zusammen... Kleid. Jawohl. Hier habe ich an... Einen Socken. Nee, wie nennt man das noch? Strumpf. Ja. Blaustrumpf. Und wenn man... Geldstrumpf. Nee. Sparstrumpf. Jawohl. Oh. Hier im Ohr ist Ohr, es. Ohr. Bei mir drin. Innen drin sitzt es bei mir am Ohr. Das Trommelfell. Fell ist richtig. Es ist kleiner. Es ist ganz klein. Ein Minifell. Nee, nee. Im Märchen gibt es so ein Wort, so ein kleiner. Der Mann im Ohr. Nee. Fell ist richtig. Däumeling. Nee. Lieber Ernst, lieber Ernst, sehr verehrte Mediziner, ganz gleich, wo Sie uns zuschauen, wenn Sie ihn mal näher untersuchen wollen, der hat ein Zwerchfell im Ohr. Das muss sein, das ist schon ungeheuer. Man sieht jetzt, du darfst ihn wieder abschneiden. Man sieht einfach, ich bin so gut trainiert, ich wollte eigentlich nur bis zur Brust kommen. Also ach so, Ohr, aber auf einmal ich habe schon gedacht, was macht der, um Gottes Willen, im Ohr mit dem Zwerchfell? Sag mal, bei einem Mann wie du, der so viel mit Sport umgeht, der auch so viel von Sport natürlich verstehen muss, erwartet man ja eigentlich, dass das auch ein großer Sportler persönlich ist. Dieter, ich fahre Rad wie du, nur nicht so weit. Ich fahre so 15 Kilometer am Tag, ist aber schon ein schönes Stück, man schwitzt tüchtig und das bringt sehr viel. Kann ich nur jedem empfehlen, wirklich. Und das machst du täglich? Jeden Tag, ja. Aber heute nicht? Nee, heute komme ich nicht. Heute bin ich dafür gefahren. Aber das heißt, zu jeder freien Stunde setzt du dich auf diese... Ja, das hast du eine Rennmaschine oder ein normales Tourrad? Ganz normales Rad, ein bisschen leichter vielleicht als die anderen, das empfehle ich. Und da fährst du wie viel? Ja, ich sagte 15, 20 Kilometer, sind so ein, zwei Stunden. Mhm. Und wie kommt ein Mann zum Sport? Man kann ja nicht sagen, ich gehe aus der Schule raus und jetzt kann ich Sport studieren beispielsweise. Wie war das bei dir? Ganz verrückt, ich habe also studiert Germanistik, Philosophie und Theaterwissenschaft. Also... mit dem Sport gar nichts zu tun. Ja, ja, ja. Und wie kamst du zum Sport? Ja, ich habe als Student kein Geld gehabt. Ich komme nicht aus einem reichen Elternhaus. So. Ja. Und musste mir mein Studium selbst verdienen. Ich habe zuerst ein paar Sportreportagen gemacht im Hörfunk. Habe also angefragt, könnt ihr mich mal ausprobieren? Mhm. Die haben das getan. Probereportage, Spiel endete 0:0. Und trotzdem wurde ich angenommen, obwohl ich vor dem Spiegel geübt hatte. Da fielen immer 15, 16 Tore. Flanke von rechts, Tor. Bei mir war ein lauter Tor. Nur als ich anfangen musste, kein einziges 0:0. Haben mich trotzdem genommen. Ja, und dann kam das Fernsehen, da habe ich gedacht, hier kannst du was Neues machen, das war noch nie da. Gut, so es war was. Auch noch nie da, dass wir jetzt bereits 1300 Mark haben. Und wir haben die nächsten Überschriften. Ich habe eben, wart ihr in der Pyramide, dann gehe ich jetzt zur anderen Seite rüber und sage jetzt, was wir da haben. Da haben wir beispielsweise, liebe Barbara, wir haben unter einer Brücke. Ja. Was versteht man unter einer Brücke? Was ja, wenn ein Zug durchfährt, gar nichts. Das ist albern. In einer Galerie an der Börse, im Schrebergarten, im Pfandhaus und in einer Autowaschanlage. Ich würde mich für die Brücke entscheiden. Für die Brücke. Mhm. Eine Brücke, eine Brücke. Eine Brücke, eine Brücke. Habt ihr für eine gute Brücke gebaut, nicht? Das war so dahingesagt. Man liest etwas und ich muss das nochmal sagen, das hat sie ganz sicher nicht so gemeint. Nein, das hat ganz allen sicher türkischen nicht. Gästen in unserem Lande gesagt. Ganz sicher nicht. Das rutscht einem raus, man liest irgendwo so oder hört irgendwo so dumme Scherze, finde es auch ganz einfach und rutscht einem das raus. Also, unter einer Brücke haben wir jetzt um 1500 Mark geht es verdoppelbar auf 3000 und alle sieben gibt 200 Mark. Achtung, fertig, los! Was fließt unter der Brücke? Wasser. Wenn die Sonne scheint, dann läuft hinter Ihnen ein? Schatten. Ja. Was trinken Sie gerne, was aus Reben kommt? Wein. Und wo ist das drin in einer? Flasche. Zusammen, Weinflasche. Ja. Wenn Sie ins Zeltlager fahren, schlafen Sie in einem... Schlafsack. Schlafen, hast du gesagt. Was lesen Sie morgens? Zeitung. Stopp. Ja, Zeitung war schon richtig. Ja. Zeitungen, wir sind da nicht ganz so pingelig. Zeitungen oder Zeitung bleibt dasselbe. Ernst Huberti. Ja, ich will in die Autowaschanlage gehen. In die Autowaschanlage. Ja. Achtung, fertig, los. Was zieht man ein... Antenne. Was macht man zu? Schiebedach. Was muss man einwerfen? Münze, Geldstück. Diese Waschanlage oben, die Apparatur, die hat... Walze. Ja, aber die hat noch so Haare Bürsten.
Und um es schön zu polieren, braucht man... Lack oder Glanz oder einen Lappen oder... Nee, was die Kerze auch hat. Die Kerze ist aus... Die Kerze? Eine Kerze ist aus... Aus Wachs. Ja, ich habe das Gefühl, Wachs kam nach dem Klingelingeling. Nein, Herr Dr. Heidel hat die... Oh, er ruft an. Wir haben Glück. Wir haben er ruft Glück. An. Ich habe das Gefühl... Herr Dr. Heidel... Es hat schon jeder auf Sie gewartet, dass Sie anrufen. Ist fabelhaft. Was war denn jetzt? Sie haben ich schon fünf gegeben. Ich bedauere außerordentlich, Ihre Gefühle nicht teilen zu können. Der Punkt wird noch gegeben. Oh. Das habe ich doch gesagt. Ach so. Ach so. Ihre Großzügigkeit ist zu bewundern. Dankeschön, Herr Dr. Heidel. Bitte sehr, gern geschehen. So, es geht weiter auf der anderen Seite. Herr Wolfgang Schulze. Wir nehmen das Pfand aus in der Hoffnung, dass da auch ein paar Punkte dabei sind. Ich hoffe das. Achtung, fertig, ab. Das, was man hier auf hat. Ein Ring. Das. Die Uhr. Wird auf den Fußboden gelegt. Teppich. Persiane. Ein Pelz. Noch das, was ist das Ganze? Mantel. Alte Stücke, allgemein. Antiquitäten. Womit isst man? Bestecke. Jetzt alt, schön, das Ganze. Gegenteil von Gold? Silber. Große Festtafel. Silberbestecke? Nein, großes Fest. Ein Tafelsilber wollte er haben. Ein ganzes Tafelsilber. Frau Brigitte Maria Reiser. Brigitte Maria Reiser, was darf's denn sein? Wir gehen in den Schrebergarten. Das ist schön. Achtung, fertig, los. Der Schrebergarten hat eine Umrandung aus Zaun. Ja. Und wenn man sonntags anfängt mit dem Dingen, das Gras abzuschneiden. Rasenmäher. Und dann gibt es die edle Blume. Rose. An einem so einem langen, was ist das, so ein langes Hölzchen, ein? Rosenstab. Ja. Stock. Ja. Und zum Abstechen der Erde. Spaten. Und ein, mit den Früchten der, Der Apfelbaum hätte kommen sollen. 9:9. Barbara Diekmann, wir haben die Möglichkeit, in die Galerie zu gehen oder in die Börse? An die Börse. Wir gehen an die Börse. An die Börse. Achtung, fertig, los. Was steht in den Zeitungen über die Börse? Die Aktienkurs. Aktie. Ohne Aktie? Kurs. Ja. Die kleinen gelben Häuschen? Telefonhaus. Ja. Da, was ist da drin? Ein? Telefon. Ja. Zur Börse gehört ein, der das alles handelt. Ein Makler. Ja. Was kaufen Sie an der Aktien. Börse? Ja. Wenn Sie alt sind, was bekommen Sie dann? Dividende. Nee, in dem Falle wären es Renten gewesen, die wir haben wollen. Renten, natürlich. So, 4 Punkte bis zum Gleichstand. 5 Sieg, 7 Sieg. Das hieße 1500 Mark. Und die Möglichkeit zu verdoppeln und auch noch 200 Mark obendrauf für alle 7 geraten. Aber 5 wären es bereits für den Sieg. In einer Galerie. Achtung, hatte ich es eben vorher? Nein, Sie hatten erklärt, also ist jetzt Ernst wieder dran. Ja, Achtung, fertig, los. Was hängt in der Galerie? Bilder. Wie nennt man an der Galerie auch noch? Museum, Ausstellung. Ja, und da kann man blättern Ein in einem... Und man fragt, wie hoch ist der Preis für ein Bild? Ja. Und Bilder haben alle einen schönen... Einen Rahmen. Und es sind oft ganz hervorragende Leute, die die malen. Maler... ja, wie nennt man die noch? Künstler. Maler. Ja. Und ein Bild von mir Porträt. Nennt man ein... Ja! Das sind die 16. Das war drüber noch. Fabelhaft. 13 Punkte für Barbara Diekmann und Wolfgang Schulze. Und es sind 16 geworden. Von damit die letzte Pyramide und 1500 Mark, die kommen jetzt schon mal dazu. Die 1500 und weitere 1500 können Sie jetzt gleich haben. Es geht um zusammengesetzte Hauptwörter. Davon ist ein Teil essbar, aber man findet alles das auf keiner Speisekarte. Zum Beispiel einen Zankapfel oder eine Schmalzlocke. Ja. Schöne Sache hat ausgelöst, ne? Nee, hab ich nicht. Hab ich nicht. Also du meinst sowas hier. Ja. Ich meine, das könnte man auch. Nee. Darf ich dich bitten? Ja. Einmal dich anzuschneiden, oh, ja? Ja? Ja, Dankeschön. Und falls du ein Trommelfell suchst. Ja. So, 1500 Mark. Achtung, fertig,
Los. Ein Tier, das schwimmt. Schlange, Aal. Nee, im Wasser, normal, Fisch. Ganz normal, ja. Und ein Ofen ist ein, was, wie nennt man einen Ofen noch? Ein Wärmespeicher. Ein Ofen, aber man will darin etwas... Braten, backen. Nee, ja, und jetzt? Fisch, das war, Backfisch. Jawohl, wunderschön. Und was wir täglich essen, unser täglich? Brot. Ja, und wenn ich eine Wohltat tue, jedem eine... Brot. Nein, davor, jemand einem erweisen, eine... Ein Gnadenbrot. Jawohl! Und jetzt noch ein schönes Stück Fleisch ist ja, das. Ja, Filet. Nee, aber das ist schon durchgedreht. Und in so einer runden Ding. Eine Wurst. Ja, und... Hanswurst. Ja! Und dann etwas Schönes, was schmort in einem Braten. Topf. Braten. Ja, und etwas der Teufel. Was ist das noch? Ein Satansbraten. Jawohl! Wir kommen zum Bandsalat nicht mehr. Oh. Was wäre denn noch gekommen da oben in der Mitte? Da hätten wir noch die Henkersmahlzeit gehabt. Die wollen wir noch ersparen. Und wenn ich am Anfang gesagt habe, nur der Prominente gewinnt, dann war das Lampenfieber natürlich gewinnt, nur der Zuschauer. Sie haben damit gewonnen, 3.750 Mark. Oh, und ich habe einen, so hoffe ich, gut passenden Blumenstrauß. Ja, danke. Liebe Barbara, gefällt dir der? Oh, der ist sehr schön. Dankeschön. Danke. Und wir haben dabei gehabt den Chris Roberts. Und da sind auch Damen dabei. La 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 la. Da habe ich noch Blumen. Meine Damen und Herren, wir freuen uns, dass Sie uns keinen Korb gegeben haben heute. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Alles Gute. Wir würden uns alle freuen, wenn Sie wieder dabei sind, wenn es das nächste Mal heißt Pyramide. Guten Abend und auf Wiedersehen. Tschüss. Thank you.